So, dann kommt hier die praktische Demonstration zum Thema Phase und Laufzeit und einmal gehört, mal wieder an Hörbeispielen, wie alleine eine Verschiebung auf der Zeitachse, sprich Phasen- und Laufzeitfehler, den Ton eines Instruments bzw. der Musik komplett verändern können. Das geht so weit, dass hier in unserem Beispiel ein Saxophon komplett verstimmt werden kann, ohne einen Eingriff des Equalizers, nur über die Zeit. Gut, ich spiele einmal eine Tonfolge des Saxophons ein, damit wir wissen, worum es geht. Einmal das Original unverändert. Um das Ganze jetzt für die Ohren noch deutlicher rauszuarbeiten, was da passiert und um auch die Theorie am Ende aufzuhängen, greife ich mir aus dieser Tonfolge des Saxophons einen einzelnen Ton raus, auf den spiele ich mal an. Das ist ein einzelner Ton eines Saxophons. So, und jetzt bemühe ich unseren DSP und verändere von diesem einzelnen Ton des Saxophons nur die Laufzeit bzw. die Phase des Signals. Und dann mal hören, was passiert. So, deutlich zu hören, wie sowohl Laufzeit als auch Phase den Ton des Saxophons verändern. Woran liegt das? Jetzt steigen wir kurz in die Theorie ein bisschen ein. Der Ton eines Saxophons ist keine einzelne Sinuswelle, das wäre ja viel zu einfach. Musik ist immer komplex. Der Ton eines Saxophons setzt sich in diesem Beispiel hier, dieser einzeln rausgepickte Ton, zusammen aus einem Grundton. Der ist hier im Beispiel 580 Hertz gemessen. Und der Oberton, der darüber liegt, 3700 Hertz. Das zusammen ergibt diese Wellenform, was wir im Ohr wahrnehmen als Ton des Saxophons. So, jetzt sieht es in der Praxis so aus, dass wir diesen einzelnen Ton nicht von einem einzelnen Lautsprecher wiedergeben, sondern der wird aufgeteilt in unserer Frequenzweiche. In den Oberton, der bei 3700, 3,7 kHz liegt, für den Hochtöner und der Grundton 580 Hertz ist so ein typischer Ton, der von einem Mitteltöner bzw. Tiefmitteltöner wiedergegeben wird. Unsere digitale Frequenzweiche im DSP teilt also diese ursprüngliche Wellenform auf und zerlegt die in den Oberton und den Grundton. Jetzt sollte natürlich im Idealfall, wenn dieser Ton von unterschiedlichen Lautsprechern abgestrahlt wird, sollte sich das im Idealfall am Ohr wieder zur ursprünglichen Wellenform des Saxophons addieren. Und dafür sind zwei Dinge entscheidend maßgebend. Einmal die Laufzeit und einmal die Phase. Unterschied Laufzeitphase behandeln wir direkt im nächsten Kapitel. De facto ist, beide Komponenten Laufzeit und Phase wirken sich auf das Zeitverhalten des Signals aus. Vereinfacht dargestellt, die Laufzeit variiert zum Beispiel, indem ich den Abstand vom Lautsprecher zum Ohr verändere. Wenn ich das jetzt hier mal darstelle, den Lautsprecher weiter weg, ist der Schall in der Luft länger unterwegs, als wenn der Lautsprecher näher ran ist. Ich muss also zum einen diesen Abstandsunterschied der einzelnen Lautsprecher zum Ohr perfekt ausgleichen. Zum anderen muss ich aber auch den Phasenverlauf der Lautsprecher komplett ausgleichen. Um einmal darzustellen, wie groß der Einfluss ist dieser beiden Einzelkomponenten, sehe ich hier oben meine
ursprüngliche Ausgangswelle des Saxophons, meinen Saxophonton, dann verursacht ein Zeitfehler von nur 0,04 Millisekunden schon eine komplett andere Wellenform. 0,04 Millisekunden ist typisch zum Beispiel der Zeitunterschied, der Gruppenlaufzeitunterschied der einzelnen Lautsprecher. Ein Hochton ist aufgrund der geringeren Masse der Membrane und des kleineren Lautsprechers, hat er eine geringere Gruppenlaufzeit als ein Mitteltöner oder Tiefmitteltöner. Und das ist etwa der Zeitunterschied, 0,04 Millisekunden, wirkt sich also schon aus auf die Wellenform. Nehme ich jetzt die unterschiedlichen Abstände im Fahrzeug vom Lautsprecher zum Ohr, dann bin ich typischerweise von einem Mitteltöner zum Hochtöner bei einer Differenz von irgendwo 10, 12 cm. Das ist so ein typischer Zeitfehler, 0,4 Millisekunden. Und da sehe ich, die Wellenform unterscheidet sich oder hat eigentlich schon fast gar keine Ähnlichkeit mehr zum ursprünglichen Saxophonton. Das konnten wir auch vorhin im Hörbeispiel hören, wie sich dieses Saxophon verstimmt durch den Zeitfehler, den ich in 0,1 Millisekunden Schritten geschoben habe. So, der zweite Faktor, wenn wir die Laufzeit also perfekt eingestellt haben, der zweite Faktor ist die Phase, die im Prinzip nichts anderes ist als ein Zeitfehler, allerdings die Ableitung aus der Frequenz. Wie gesagt, das kommt im nächsten Kapitel. Und hier sehen wir auch schon deutlich, ein Phasenfehler von 45 Grad verursacht schon eine deutliche Differenz zur ursprünglichen Wellenform. Und auch wieder extremer dargestellt, ein Phasenfehler von 180 Grad verursacht eine komplett andere Wellenform als der ursprüngliche Ton des Saxophons war. Gut, was können wir dagegen tun, beziehungsweise was müssen wir tun, damit das Saxophon wieder klingt wie ein Saxophon? Dafür gibt es zum Beispiel bei uns in den Mosconi DSPs den Phasen-Analyzer und der ist auch in der Lage, die Phase automatisch zu korrigieren. Den Effekt des Ganzen will ich hier auch mal wieder demonstrieren. In beiden Darstellungen sind die Lautsprecher zeitrichtig angeordnet. Das heißt, die Laufzeit ist schon perfekt ausgeglichen. Was übergeblieben ist, ist der Phasenfehler durch die Frequenzweiche. So, der Phasenanalyzer in der Software sagt mir also schon sehr genau, hier von Kanal 3 zu Kanal 4, vom Grundton zum Oberton, habe ich einen Phasenversatz von minus 132 Grad zu 90 Grad. Und das ist die resultierende Wellenform daraus. Wenn ich das Ganze korrigiere, wie in dem Fall, Grundton, Oberton, beides ist phasenrichtig bei minus 132 Grad fixiert, entspricht die resultierende Wellenform der eines Saxophons. Das Ganze passiert, wie erwähnt, in der Frequenzweiche, in der aktiven Frequenzweiche, die ich hier eingestellt habe. Ich habe einen 18 dB Lowpass und einen 12 dB Highpass, der mir Grundton und Oberwelle aufteilt und daraus resultiert halt der Phasenfehler. Kommen zusätzlich Equalizer zum Einsatz, beeinflussen die auch wieder die Phase. Das heißt, das Ganze am Ende phasenrichtig darzustellen als Signal ist erheblicher Aufwand. Diesen erheblichen Aufwand nimmt uns Mosconi ab in der GUI mit dem FACC-Analyzer und der automatischen Korrektur und auch das demonstriere ich jetzt mal. Jetzt lasse ich die komplette Tonfolge abspielen und benutze die automatische Korrektur, um die Phase zu korrigieren. Bitte darauf achten, was ich klicke und was ihr gleichzeitig, wie sich das, der Ton des Saxophons gleichzeitig verändert. Ich spiele jetzt ab. Musik.
So, falsche Phase, richtige Phase. Unkorrigiert, korrigiert. Man hört deutlich und man sieht es auch hier in der Phasenkorrektur, der Phasenrechner macht das automatisch mit. Eine nicht korrigierte Phase und automatisch korrigiert, angepasst Kanal 4 an Kanal 3, Oberwelle zu Grundwelle stimmig, auf die Zeitachse gesetzt, beide minus 132 Grad. Und das Saxophon hat das Leben und die Frische wieder, wie man es kennt. Der engagierte Hobbyist hat mit dem Phasenanalyzer ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Der Musikliebhaber, der in seinem Auto einfach den originalen Sound des Saxophons genießen will, ohne Atomwissenschaft studiert zu haben, kann sich darauf verlassen, dass wir das in den Sound-Up-Konzepten für euch so umgesetzt haben. Hier noch kurz zum Messaufbau, wie man das Ganze auch selber zu Hause reproduzieren kann. Ich spiele den Ton des Saxophons, spiele ich hier von meiner Soundkarte ab. Das ist eine Roland Quad Capture Studio Soundkarte. Damit gehe ich in den linken Eingang eines DSPs und speise daraus beide Kanäle. Diese werden ausgegeben über den Ausgang 3 und 4 und auf 3 und 4 habe ich die entsprechenden Hochpass und Tiefpass, die Aktivweiche gesetzt. Das heißt, 3 gibt mir die Grundwelle wieder und 4 gibt mir die Oberwelle wieder, den Oberton. Mit diesen separaten Signalen gehe ich zurück in den DSP, in den Eingang 3 und 4 und Eingang 3 und 4 summiere ich das wieder zum ganzen Saxophonton, genauso wie es idealerweise am Ohr stattfindet, durch die unterschiedlichen Lautsprecher. Und das, was ich dann hier wieder aufsummiere, gebe ich am Ausgang 9 und 10 raus für die Messung und für die Aufnahme, die ich hier im Tutorial demonstriert habe. Das kann mit diesen simplen Einstellungen und zwei Hinge-Kabeln kann das jeder zu Hause reproduzieren und auch die Wirkung der automatischen Phasenkorrektur beurteilen.